In diesem Film spielen unsere Handballer ausnahmsweise mal nicht die Hauptrolle. Sondern sie, Ide, Anna, Hermann, Jessica und mehr als 120 weitere Ehrenamtliche, die den Handballverein am Leben halten. Eins für die Ewigkeit. Eins für die Ewigkeit. Eins für die Ewigkeit. Auf dem Spielfeld und abseits davon gibt es nämlich einiges zu tun. Das Spielfeld muss aufgebaut, die Fans bewirtet werden und natürlich braucht es auch Menschen an der Kasse, im Fanshop und in der Technik. Insgesamt kümmern sich 12 Teams um einen reibungslosen Spielbetrieb und die gute Stimmung in der Halle. Mit 16 habe ich angefangen. Ja, es war so die erste Arbeit, wo ich damals machen konnte. Und seitdem bin ich hier geblieben, weil es einfach echt ein Hammergeschäft ist. Wir sind normalerweise die Erste, wo wir morgens kommen, um 8 Uhr. Und sind aber auch die Letzte, am Abend um 12 oder halb 12. Also schon hart, aber gerade die Gemeinschaft im Team. Wir haben alle Altersstufen vertreten und es macht einfach Spaß, mit dem Team zu arbeiten. Und alle sind mit viel Herzblut dabei. Auf dem Spielfeld. Ich habe für den HBW das Trommeln angefangen. Und auch abseits davon. Ich habe hier alles auf die Füße gestellt. Ich habe die Tischdecke alles selber genäht am Anfang. Und ich kann mir vorstellen, hier aufzuhören. Ich habe eine Dauerkarte und meine Lebenspartnerin darf immer, wenn ich arbeite, darf die immer zum Handball gehen. Also sie ist heute Abend in der Halle und guckt Handball und ich darf dafür arbeiten. Das ist das, wo wir jetzt versuchen, möglichst schnell darüber zu kommen, damit wir den Rest vom Spiel sehen. Und dann 5 Minuten vor der Pause hierher kommen, alles zurecht machen und wieder ausschenken. Schweißtreibend geht es also nicht nur auf dem Spielfeld zu. Apropos schweißtreibend. Für viele klingt es komisch, aber ich sitze an der Seite vom Spielfeld und wenn Spieler hinfallen, dann wische ich denen ihr Schweiß einfach auf. Aber auch das hat seinen Reiz. Ich bin am nächsten am Spielfeld von allen und man kriegt da einfach die Emotionen nochmal ganz anders mit. Manche suchen die Nähe zu den Spielern und andere die Nähe zu ihrer Familie. Im Grunde hat meine Tochter angefangen, dann hat sie ihren Bruder mitgenommen, dann ist meine Frau mitgegangen und am Schluss bin ich dann halt immer alleine zu Hause geguckt, wenn Handball war. Und dann habe ich gedacht, nö, dann gehe ich schlicht und einfach auch mit. Man geht auch am Samstagabend gemeinsam weg, wo jetzt bei meinen Kindern mit 17 und 19 eigentlich nicht mehr so wahrscheinlich begeistert wäre, wenn der Vater und die Mutter dann auch noch mitgehen würde. So hat man was, was man auch samstags zusammen macht oder auch sonntags. So unterschiedlich wie die Menschen, so unterschiedlich sind ihre Gründe, warum sie den HBW unterstützen. Also anfangs bin ich nur zum Tanzen hergekommen, weil ich das Cheerleading einfach so cool fand. Aber dann hat sich irgendwie auch die Leidenschaft zum Handball einfach mitentwickelt. Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber ich meine, ich bin Student und ich komme so kostenlos zu den Heimspielen. Bin dicht dran die ganze Zeit. Wir sind eins für die Ewigkeit, wir sind eins beim HBW. Gallier zu sein, heißt auch Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft zu sein. Also ich finde unser Team einfach unfassbar geil. Also das ist so ein tolles Team. Ist einfach eine bombe Kameradschaft. Wenn man in die Halle kommt, das ist wirklich so wie nach Hause kommen. Also es fühlt sich an wie eine große Familie hier. Also mir geht es manchmal so, wenn dann spielfrei ist, dass ich mich freue wieder, wenn es wieder losgeht. Also, wenn du nun Lust hast, auch Teil der HBW-Familie zu sein, dann komm einfach vorbei. Also wir brauchen dringend neue Leute. Junge Leute sind immer herzlich willkommen. Ob jung oder alt, wir geben allen ein neues Zuhause. Eins für die Ewigkeit. Eins für die Ewigkeit. Eins für die Ewigkeit. Eins für die Ewigkeit heißt übrigens, dass wir uns mit viel Herzblut einbringen und füreinander da sind. Dass wir einfach eine riesengroße Familie sind und Zusammenhalt ist. Mich macht's stolz einfach und ich mach's gern. Ja, da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank vom HBW an die ehrenamtlichen Helfer, die mit so viel Herzblut dabei sind, hier jede zweite Woche ein Heimspiel auszutragen. Die einmalige Atmosphäre, sowas gibt es nur beim HBW. Eins für die Ewigkeit und eins beim HBW.